Was Sie hier sehen, ist eine neue Produktpalette, die wir haben. Das sind sogenannte RAM Mounts, beziehungsweise die Firma, der Hersteller RAM Mount hat hier sich etwas ausgedacht. Und zwar, er hat Kamerahaltung erfunden. Und diese Kamerahaltung, die zeichnen sich halt eben dadurch aus, dass sie vom Grundsystem mit einem Saugnapf befestigt werden. Es gibt aber auch einige Ausreißer im Programm, die halt eben eine ganz andere Befestigungsart hier vorschlagen. Und der Grundsatz ist einfach der, dass man halt eben als DSLR-Filmer oder als GoPro-Filmer halt eben auch dann hingeht und damit halt eben auch wirklich dann Stativaufnahmen machen kann und sein ganzes Equipment halt eben da festmachen kann, um zum Beispiel Fahrten aufzunehmen, am Auto zum Beispiel, auf glatten Unterflächen oder an Scheiben, einfach, dass man auf einer glatten Oberfläche wie einer Scheibe oder einem Tisch oder auch zum Beispiel an einer Schrankwand einfach dann oder unter dem Tisch diese Kamerasysteme anbringen kann. Wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich eine ziemlich einfache Geschichte. Ich lege mal einfach jetzt hier so diese anderen Komponenten weg. Ich habe ja schon was vorbereitet, wie man sieht. Und hier haben wir dann die Kamera schon mal oben befestigt. Wir haben also hier oben ein Stativ, eine Schraube. Das ganze System basiert darauf, dass man hier an der Seite einfach die ganzen Achsen entsperren kann und dann dementsprechend halt eben auch dann in dem Winkel, wie man das dann halt eben auch braucht, einfach einstellt. Also wie man sieht, ist eigentlich alles möglich, auch für die Hochkantaufnahmen, beim Film vielleicht nicht ganz so sinnvoll, aber wenn man sich vorstellt, das Ganze wäre jetzt hier an einer Autotür befestigt, dann muss man natürlich auch halt eben hier in diese 90 Grad dann reingehen können. Die Befestigung erfolgt, wie gerade eben schon erwähnt, hier mit einem Saugnapf, der sich hier unten befindet. Das ist einfach nur ein Gummi, wird einfach auf eine glatte Oberfläche dann draufgestellt bzw. befestigt und dann haben wir hier diesen Hebel und dieser Hebel, der wird einfach einmal umgedreht, da macht es Klack. Und wenn es da Klack gemacht hat, ist das Ganze bombenfest. Also ich muss ja schon wirklich extrem, man darf nicht vergessen hier die Tischuntergrundplatte, die wir hier haben, mal eben kurz festdrehen, die ist also sogar noch nicht mal so wahnsinnig gut dafür geeignet, weil das können Sie jetzt nicht genau sehen, aber das ist also keine glatte Oberfläche, das ist so eine ganz leicht poröse Oberfläche. Laut Produkttext haben Sie ja gesehen, soll man das nicht machen, aber wie gesagt, es gibt so kleine Ausnahmen, das müssen Sie natürlich dann vorher alles austesten. Aber der Schwerpunkt liegt natürlich hier einfach auch bei der Befestigung auf glatten Oberflächen, wie zum Beispiel halt eben also ne, am Auto die Tür, die Motorhaube, die Scheibe oder halt eben auch einfach eine Fensterscheibe, eine Schrankwand, ein Tisch von unten zum Beispiel auch und so weiter. Um das Ganze zu lösen, einfach den Hebel dann wieder in die andere Richtung, einmal rum und schon ist alles wieder entsperrt. Wenn es mal Probleme geben sollte beim Lösen, was heißt Probleme, wenn sie es halt eben nach ein paar Stunden ein bisschen festgepappt hat, also wenn man das dann losmacht ja, und es klebt immer noch so ein bisschen, dann kann man hier an der Seite einfach an diesem Pin das Ganze ein bisschen anheben und dann ist das halt eben so wie bei diesem Post-it, bei diesen Aufklebern, wenn da Luft runterkommt, dann ist das Ganze einfach gelöst. Das ist einfach nur eine einfache Physik, wie gesagt, das so als kleiner Hinweis, als Hilfe. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie das denn so in der Praxis an der Fensterscheibe zum Beispiel aussieht. So, das ist jetzt mal eben hier Kamerawechsel, deswegen auch ein anderer Sound gerade, wie Sie das hören. Hier habe ich also jetzt mal einfach dieses RAM Mount an der Fensterscheibe befestigt, wie man sehen kann. Ne? Es handelt sich also hier um ein Fenster und habe auch schon die Kamera so ausgerichtet, wie ich es wollen würde, dass sie halt eben ausgerichtet ist. Das Ganze geht natürlich auch im laufenden Betrieb, aber so haben Sie halt eben das Beispiel hier in der Praxis. Und man kann hier also auch dran rütteln. Das ist also richtig fest, da geht auch nichts ab hier. Also ich übertreibe jetzt mal einfach ein bisschen. Natürlich müssen Sie aufpassen, der Untergrund sollte, wenn es geht, gereinigt sein, es sollte glatt sein, es sollte kein Ölfilm drauf sein. Darum halt eben vorher vielleicht noch ein bisschen mit einer Alkohollösung drüber wischen, wenn Sie zum Beispiel halt eben das Ganze an einem Auto befestigen möchten als Beispiel. Und da sollte halt eben wirklich, wenn es geht, auch kein Schmutz zwischen sein. Aber das wäre jetzt halt eben so ein einfaches Beispiel aus der Praxis. Das können Sie sich jetzt auch vorstellen an der Tür oder an der Decke irgendwo, an einer Lampe oder wie gesagt halt eben auf der Motorhaube und so weiter und so weiter. Die unterschiedlichen RAM Mounts, die wir haben, sind also einmal hier der Grundgedanke, die Grundidee der RAM Mounts, die also mit den Saugnäpfen hier bestehen. Sie haben im Produkttext vielleicht gelesen, die Tragfähigkeit, da muss man natürlich auch berücksichtigen, 1 Kilo, 2 Kilo und so weiter, dass man natürlich jetzt da nicht eine riesengroße echte Videocam drauf machen kann, die also 5, 6 Kilo wiegt. Da haben wir auch das Problem halt eben dann, dass wir aufgrund der Physik, wenn das Ganze dann zum Beispiel jetzt seitlich befestigt ist an einer Autotür oder dergleichen, ist aber das Gewicht, was da drauf ist und dann wollen Sie mit dem Auto noch fahren und dann fahren Sie über ein Schlagloch und fällt es natürlich ab. Da muss man auch ganz klar sagen. Das heißt also natürlich ist das jetzt nicht so, als wenn man es halt eben richtig verschraubt hätte, aber es ist schon unheimlich fest und sicher. Am sichersten gehen Sie natürlich halt eben hin, wenn Sie das Risiko, wenn man so möchte, halt eben dann auch physikalisch gesehen hier auf 3 Saugnäpfe verteilen. Das wäre also jetzt die Variante, die am sichersten auch ist. Das heißt nicht, dass die einzelne hier unsicher ist, nur sie kann halt eben dann noch etwas mehr Gewicht abtragen. Das heißt, wenn Sie hier einfach eine kleine GoPro drauf machen oder so eine kleine 600D haben wir hier, glaube ich, gerade, genau, dann haben Sie natürlich kein Problem, da müssen Sie auch keine Angst haben. Aber wenn Sie jetzt anfangen mit der 5D Mark II oder 3 oder und so weiter, also alle großen DSLRs, die filmen können, mit einem großen Objektiv vorne dran, da würde ich also halt eben hingehen und würde Ihnen das große Exemplar empfehlen. Auch hier natürlich die Befestigungsart sehr einfach, dann wieder hier über die Saugnäpfe,
die man einfach so zack schon ist alles befestigen kann. Ich vermute mal, wenn ich jetzt stark genug wäre, könnte ich jetzt auch hier den Tisch richtig hochheben, aber bevor ich mir das jetzt hier ins Gesicht haue, lasse ich das mal lieber bleiben. Es kann also wirklich einiges ab. Die Ram Mounts sind also untereinander von den einzelnen Komponenten auch komponierbar, ist auch schön. Die sind also halt eben auch kompatibel. Das bedeutet, ich habe also hier jetzt zum Beispiel so eine Platte mit einer Gewinde, mit einem Viertelzoll Gewindeschraube oben drin, wo die Kamera oben drauf kommt. Wenn ich mir jetzt dieses einzelne Modul extra noch zusätzlich natürlich als extra Zubehör dazu kaufe, kann ich das zum Beispiel halt eben hier oben verbinden, indem ich das dann einfach draufschraube. Ich kann das Ganze dann hier mit den Löchern, die oben sind, hier einfach miteinander verbinden, kann das festmachen und habe zum Beispiel jetzt halt eben hier diese Achse dann dementsprechend verlängert und habe dann sogar hier auch mit den beiden Schrauben also nochmal eine Achse, eine Ebene, die ich dann mehr verstellen kann. Diese einzelnen Komponenten, die wir hier haben, ne, wie gesagt, Schraube lösen und auch hier ist natürlich dann in alle Richtungen einfach frei alles einstellbar. So, ich mache da jetzt mal einfach so ein kleines Telefon von, lege das dann hier so hin. Und da haben wir natürlich auch verschiedene Größen. Ich habe hier noch eine Größe eingepackt. Ne? Die haben wir also dann dementsprechend auch noch richtig groß, noch länger, ne? Noch längerer Hebelweg, noch längerer Einstellweg. Wie gesagt, da sind Sie wahrscheinlich besser beraten als ich. Sie wissen ja, was Sie filmen möchten und was Sie dann noch brauchen. Wenn Sie denn aber halt eben auch zum Beispiel jetzt irgendwo unterwegs sind, wo Sie das nicht befestigen können, sprich, Sie haben also jetzt irgendwo draußen, unbedingt müssen Sie eine Aufnahme machen, wo das Ganze dann irgendwie für ein Stativ nicht erreichbar ist, um dann eine Aufnahme zu machen. Aber da ist zum Beispiel jetzt irgendwie so ein blöder Zaun in der Nähe. Ne? Dann gibt es hier auch die Möglichkeit, dass wir hier halt eben mit diesem Ramp Mount zum Beispiel dann einfach unten hier an dieser Schelle richtig passgenau mit einem Schraubenzieher natürlich auch dann hier das Ganze zudrehen können. Das kennen Sie wahrscheinlich auch noch aus dem Sanitärbereich. Da haben wir ja auch diese Schellen hier. Und dementsprechend, wenn also jetzt hier zum Beispiel halt ein runder Gegenstand, ein Pfosten zum Beispiel oder ein Laternenpfahl, den kann man also einfach dann hier lösen. Und das kann man dann ganz diese Zwinge, diese Schelle einfach da rummachen und kann sie dementsprechend feststellen und hat natürlich dann hier auch den vollen Luxus und die volle Funktionalität des Ram-Mount selbst und kann dann halt eben hier zum Beispiel oben drauf dann einfach seine Kamera so befestigen. Das gibt es also auch noch, sprich, das ist also eine Ram-Mount-Funktion für etwas, wo man zum Beispiel halt eben jetzt keinen Saugnapf befestigen kann, weil es kein glatter Untergrund ist oder halt eben, weil einfach keine große Fläche da ist, das Ganze aufnehmen kann. Ne? Aufnahmefläche ist natürlich hier sehr gering, aber das würde auf Holz nicht gehen und das würde auf Holz nicht gehen und hier ist die Aufnahmefläche natürlich halt dementsprechend groß. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben also tatsächlich für fast jeden, für jede Option, die man halt eben machen möchte, haben wir also hier die Möglichkeit, dass wir das Ganze dann über verschiedene Systeme und Komponenten untereinander dann noch kombinieren kann. So, das ist ja auch das Wort, worum es geht. Mein Hinweis noch eben hier ist der, dass also für die Schrauber unter Ihnen natürlich auch vielleicht nicht ganz unwichtig, Sie können jetzt hier zum Beispiel diese Mittelachse, wenn Sie dieses Ram-Mount haben, einfach hier mit diesen Schlitzschrauben, die hier sind, einfach ausschrauben und können sagen, okay, das ist zwar ganz nett, aber der Auszug, der ist mir zu groß, ich brauche das lange, ne, das, was ich gerade hier in der Hand hatte, dann können Sie einfach hingehen und sagen, so, ich mache mir die Schrauben jetzt los, ne, das ist ein optionales Zubehör und dann nehme ich halt eben das als Standardausrüstung, die drei Saugnäpfe, aber mit dem langen Auszug. Ne? Also auch ganz wichtig, man kann diese ganzen Teile untereinander kombinieren. Sie können natürlich auch hingehen und können einfach den Saugnapf zum Beispiel einfach die unten dann dran machen. Das Tolle an dem System ist, dass Sie jetzt halt eben, wenn wir das jetzt mal eben kurz durchspielen, das zeige ich Ihnen auch nochmal eben. So, mal eben hier den Saugnapf lösen. Und hier natürlich auch. Sagen wir einfach mal, ich möchte jetzt hier diesen einzelnen Solo-Saugnapf haben, aber halt eben, wenn es geht, mit dem langen Auszug. Das ist eigentlich gar kein Problem. Dann löst man das Ganze, indem man die Schraube einfach hier abmacht. So, dann hat man natürlich auch hier, das habe ich natürlich jetzt nicht vorbereitet, hat man jetzt natürlich dann hier einfach den anderen, also diesen langen Auszug, und dann wird er einfach hiermit jetzt verbunden. Ich denke mal, damit ist auch ganz klar, wie das ganze System funktioniert. So. Und jetzt haben wir halt eben die volle Funktionalität, aber einfach halt eben mit einem viel längeren Hub, den wir hier haben, also einen viel längeren Auszug, wenn Sie das halt eben dann brauchen, gegenüber dem, was wir gerade eben vorher dran hatten, ne? Der ist ja halt eben nur halb so hoch und jetzt können Sie halt eben die Kamera oben auf die langen hier oben drauf machen. Also alles gar kein Problem. Dieses Einzelteil ist natürlich auch sehr wichtig, weil damit können Sie natürlich halt eben auch hingehen und können dann auch hier dementsprechend halt eben andere Elemente miteinander dann wieder kombinieren. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Das System ist wirklich brutal einfach. Wahrscheinlich habe ich es jetzt kompliziert erklärt, aber man muss es halt eben auch mal alles gezeigt haben.
dieses System, finde ich, also vor allen Dingen auch im Preis-Leistungs-Verhältnis für den ambitionierten oder sogar für den Profifilmer sehr interessant, weil man halt eben, wie gesagt, sich nicht nur auf ein einzelnes Element hier fixieren muss oder halt eben auch nur halt eben eine einzige Sache hat. Man weiß, ich habe das jetzt zwar gekauft, aber jetzt brauche ich dann doch vielleicht irgendwie die Variante. Ne? Also dann können Sie das halt eben dann miteinander kombinieren oder halt eben auch, ne, Sie haben den kurzen Weg hier, das kurze Element gekauft, brauchen aber irgendwann das lange, da wissen Sie ganz genau, ich brauche auch wirklich nur das. Ne? Ich kaufe mir das jetzt einzeln nach und muss jetzt nicht nochmal irgendwie ein komplettes Set irgendwie, wie es bei anderen Herstellern üblich ist, halt eben noch dazu kaufen oder mitkaufen, was dann eh noch in der Ecke rumfliegt. Und man merkt das natürlich auch im Preis. So, das also hier war das eine Kurzvorstellung vom REM-Mount Saugnapf-Kamerahalterungssystem. Ne? Wie gesagt, Saugnapf in Anführungszeichen, weil es hier auch noch andere Optionen gibt, wie zum Beispiel mit dieser Schelle bei uns im Shop.